Ja, moin liebe Freunde des Vampirismus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Legacy of Kain, Blood Omen, beziehungsweise umgekehrt Blood Omen, Legacy of Kain. Ja, wir fahren fort, liebe Freunde, und offenbar müssen wir doch ein bisschen weiter zurücklaufen, als ich gedacht hätte. Entweder das oder ich habe die Stelle konsequent ignoriert, das kann auch passieren. Man kann ja nichts ausschließen hier. So. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in etwa hier. Okay. Alles klar. Irgendwo hier gab es eine Passage, wo wir noch was holen konnten. Da war halt nur dieser eine Stein im Weg, den wir jetzt mit unserer neuen Waffe, wie Kain sagen würde, der Keule, die eigentlich aber ein Streitkolben ist. Aber gut. Ich will ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Gehen wir nochmal runter. Ich war nämlich der Meinung, dass es davor war. Es kann aber auch sein, dass es später war. Ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen, wir müssen einfach mal ein bisschen gucken. Aber ich hatte ja schon gesagt, wir werden hier ein bisschen Backtracking betreiben müssen, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist schon ein bisschen... Ja, Wir sind gerade, glaube ich, in der Nähe der Säulen von Nosgoth. Das ist falsch. Das ist die falsche Richtung. Sehe ich ein, ist die falsche Richtung. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Beziehungsweise ich verwende gleich unsere Fledermausform. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Wir haben im letzten Part übrigens die erste Säule gereinigt. So ganz nebenbei. Stimmt, das war glaube ich bei dem Zigeunerlager, ne? Also hat er gesagt, Zigeuner. Ne? Ich kann da nichts für. Bevor mir das irgendeiner ankreiden will. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Unser Blut hat sich ja aufgefüllt. Ich habe ja noch zwei Dorfbewohner leer gesaugt vorhin. Nicht wahr? Ja, wenn sie schon draußen rumlaufen, also... Das lass ich mir doch nicht nehmen. Na, er macht immer wieder mal zwischendurch Pause. Lass dich leersaugen, du Sau. Ich weiß, Lars. Ja, was denn? Ich bin ein Vampir, ich darf das. Also, beziehungsweise Kain ist ein Vampir, er darf das. Und leersaugen. Jawohl. Noch einer. Oh, jetzt habe ich den ganz platt gemacht. Auch gut. So, hier war irgendwo ein Haus. Ne, hier war es nicht. Hier war doch irgendwo ein Haus, wo doch ein Stein, ein Fels davor war. Ich bin doch nicht doof. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Oder vielleicht doch. Nein, das habe ich mir nicht eingebildet. Das war ein Dorf weiter, wo die ganzen Wachen rumrannten. Da war das, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich weiß, glauben heißt nicht wissen. Ja, das ist richtig. Aber keine Sorge, Freunde. Wir werden noch weiter voranschreiten. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon besser aus. Ich will nämlich die Herzen haben. Keule. 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 So energisch. Ich habe übrigens wieder nicht mein Part überprüft. Ich mache es nachher. Bis dato habe ich es eh wieder vergessen, wahrscheinlich. Weil ich gerade so Bock habe aufzunehmen. Oh. Oh, aua. Das war aber nicht nett. An den konnte ich mich nicht erinnern. Das war aber nicht sehr nett. Das gibt Rache. Das war ein bisschen zu doll, die Rache. Das war's? Weiter geht's hier nicht. Nö, sieht nicht so aus. Ich frage mich, wieso die Dörfer, die Häuser hier so hell beleuchtet sind. Aber hier ist auch keins dabei, ne? Oder? Mensch, das war doch irgendwo hier ein Haus, wo ein Fels davor war. Genau, da ist das Lager, das ich meinte.
Oder war das eine Stadt weiter? Ich komme immer durcheinander mit den Dörfern. Ihr merkt das vielleicht. In die Zelte brauchen wir nicht mehr reingucken. Da waren wir ja schon. Da hatten wir ja damals die Menschform. Damals, letzte Session war das ja erst. Da haben wir ja die Menschform bekommen. Die ja sehr. Jetzt habe ich den wieder getötet. Die sehr magieintensiv ist. Also die kostet viel. Aber das ist irgendwie normal im Vampirspielen, dass die Menschenform sehr teuer ist. Ach, das sind Fackeln. Okay, alles klar. Aua! So, jetzt aber. Gib mir dein Blut. Gut. Ja, in den Dorf sollten wir auf jeden Fall die Menschen. Der folgt mir ja. Schubidubidu, ich bin ein unbescholtener Bürger. Hallo, schönen guten Tag. Bin ganz unbescholten, ich habe nichts Böses getan. Schubidubidu, la 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 la, Schubidudu. Warum ist dieses Haus hier eigentlich so rötlich hervorgehoben? Was hat es damit auf sich? Oh. Hoppla. Da bin ich aus Versehen auf Wasser gekommen. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, kein. Nix für ungut. Wie war das denn hier? War hier noch irgendwo? Ach nee, da ging es ja, glaube ich, weiter Richtung der Festung, ne? Aber das ist ganz gut, weil in die Richtung würde ich gerne mal gerade weitergehen. Dann kann das vielleicht sein, dass es in der Richtung. Da haben wir es ja schon. Da haben wir ja noch ein Lager. Perfekt. Nehmen wir gleich mit. Keule. Ich meine, irgendwo ein Haus gesehen zu haben, wo auch so ein Felsen davor war. Den konnte man auch zerstören. Oh, sehr schön. Wunderbar. Oh. Bin nur ein unbescholtener Mensch. Ich habe nichts getan. Scheiße, der Gräber. Aua. Der wollte mich einfach nur mal mit seiner Axt streicheln. Ich verstehe schon. Alter, der hat schon seine Kumpels dazu geholt. Frechheit. Aber der wollte mich unbedingt noch das eine Mal mit seiner Axt streicheln. Ihr habt es gesehen, ne? Also, einmal wollte er unbedingt. Was? Nee, hier war es nicht. Nee, hier war das nicht. Nee, nee. Da ist die Festung. Guck mal, hier ist auch ein Ausgang. Seht ihr das? Und dahinter ist auch noch was. Seht ihr das? Dahinter ist auch noch eine Passage. Vielleicht führt ihr die andere Höhle da entlang. Wir wissen ja jetzt, wo die erste Höhle hingeführt hat, die linke. Das wissen wir ja jetzt. Das haben wir ja soweit durch. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wohin die zweite führt, weil die zweite hatten wir, glaube ich, gar nicht. Das wissen wir. Aber das hier wissen wir nicht. Was ist hier noch? Hier geht es ja noch weiter. Vielleicht ist ja hier noch irgendwie ein Secret oder was? Aua. Das wissen wir ja nicht. Geht's hier weiter? Da geht's tatsächlich weiter. Na, sowas. Das wusste ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir können die Menschengestalt gerade mal fallen lassen. Weil ich sehe nämlich gerade, wie unsere Magie runtergeht. Erstmal wieder auf Schwert. Eisenschwert. Eisenschwert. Ja. Vielleicht gibt es ja hier noch ein schönes Secret, das wissen wir ja nicht. Deswegen gucke ich mich ja gerade hier mit euch zusammen um. Ne, wir kommen einfach nur auf der anderen Seite der Stadt wieder raus. Ah doch, das kann trotzdem. Aua. Nö, hier ist einfach nichts. Nö, hier ist einfach nix. Super. Einfach eine völlig sinnlose Abbiegung, einfach mal so. Einfach mal so reingebaut, passt schon irgendwie. Da geht schon keiner durch. Nee. Lars rennt da voll rein. Aua.
wie man es von ihm kennt. Aua, schreit der Bauer. Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Da waren wir nämlich, glaube ich, gar nicht drin. Da waren wir auch nicht drin. Au! Aua! Autsch! Jetzt aber. Lass sie aussaugen. Geht doch. Feuer sollten wir unbedingt umgehen. Haben sich einfach Räuber niedergelassen, oder was? Oh, und tschüss, Mann. So, das einmal zur Seite, bitte. Dankeschön. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir schreiten weiter voran, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt. Oh. Okay. Genau, da ist die Festung, der Schädel. Okay. Hm. Ja, die sind jetzt quasi als Geister unterwegs. Das heißt, sie bringen uns Magiepunkte. Was auch gut ist. Achso, und weiter geht es nicht. Okay, alles klar. Und aussaugen. Jawohl. Da geht's also nicht weiter. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie noch eine magische Passage ist, die wir noch mitnehmen können. Aber scheint nicht so zu sein. Gut, okay. Dann... aua. Zurück in die Höhle. Scheiße. Ich habe die Wache vergessen. Ah, dann nehmen wir nochmal eben menschliche Gestalt an. So. Alles klar. So. Und dann können wir hier unbescholten weiter voranschreiten. Ohne dass uns die Wachen irgendwie hier einen Kopf kürzer machen wollen. Kann einfach an dem vorbeilatschen, ohne dass was passiert. Gibt es hier noch irgendwie einen... Okay. Dann gehen wir hier weiter. Weiter, weiter und weiter. Also dann gehen wir hier durch. Wo hatte ich denn das Haus gesehen, sag mal, wo denn der Fels davor war? Wo hatte ich das denn gesehen, sag mal? Muss ich mich ja völlig verguckt haben. Nein, kann nicht sein. Irgendwo habe ich das Haus gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Das ist das Fiese. Aber wir latschen erstmal als Mensch weiter, vorsichtshalber. Weil die Wachen sind mir dann doch ein Ticken zu stark. So, irgendwo, das war auch so ein Haus hier, mit dem, da. Sag ich doch, ich hab's mir doch nicht eingebildet. So, jetzt wird der mich gleich angreifen. Hey, Victor! Aber nicht mit mir, mein Freund. Schön durch den Stein hindurch. Meine ich doch, hab ich doch das Haus gesehen, hab ich mich doch nicht vertan. Meine Frise. Friese. Habe ich mir doch nicht eingebildet. Gut. Aufmachen, reingehen. Mal sehen, was da drin los ist. Wenn sie da schon Fels vorhauen. Erstmal werden wir gleich direkt angegriffen, so wie es aussieht. Schnell wieder auf das Eisenschwert. Aber es gab noch mehr Waffen, es gab nicht nur die beiden. Auch Rüstung gab später noch andere. Achso, da greift mich doch nicht an. Ey, sauge ich ihn trotzdem aus. Pech gehabt. Oh, jetzt gibt es erstmal geile Items. Geil. Oh, es scheint aber eine recht große Hütte hier zu sein, wa? So, gucken wir mal hier. Was haben wir hier Schönes? Nichts Interessantes leider für uns. Schade. Ich weiß ja, du hast zwei Items gekriegt. Das muss doch jetzt mal reichen. Nein, Lars will mehr. Lars ist gierig. Zumindest im Spiel.
Die erste Frau ist gleich direkt wieder aggressiv und will uns angreifen. Die andere lässt uns aber in Ruhe, also lassen wir sie auch in Ruhe. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir wieder unsere Menschgestalt an und gehen wieder raus. Es sei denn, der Stein steht wieder und wir müssen ihn wieder platt machen. Das wäre jetzt natürlich groß Kacke, wenn dem so wäre. Ne, der Stein ist platt. Gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da hoch. Okay. Dann gehen wir da hoch. Die Wache versperrt mir den Weg. Danke dafür. Ja. Okay, das heißt, wir hätten hier oben auch gar nicht weitergehen können, weil wir gar nicht die Waffe dafür hatten. Jetzt haben wir sie. Das heißt, jetzt können wir auch erst wirklich weiter voranschreiten, meine Damen und Herren. Denn jetzt haben wir die dementsprechende Bewaffnung, um uns den Weg frei zu machen. Sehr schön. Und gleich wieder zurückwechseln. Ich glaube, die Keule wird uns noch in so mancher Situation von großer Hilfe sein. Also von Vorteil sein. Das rede ich mir eigentlich schon wieder für einen Scheiß zusammen. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ich habe einfach Bock, dieses Spiel zu spielen und weiß deswegen nicht, was ich laber. Ja. Willkommen bei meinen Let's Plays. Ach ja. Toll. Dann kann ich die Keule gleich wieder auspacken. Ah, okay. Na gut. Keule. Keule. Genau. Keine ist auch eine Keule. So. Einfach mal so. Eine Vampirkeule. Zack. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier per Karte um. Ich sehe einen Höhlenzugang. Okay. Da ist noch eine Höhle, die aber geschlossen ist. Da sehe ich ein einzelnes Haus. Und mehr sehe ich nicht. Okay. Shit. Das sieht nach einem Ritter aus. Dem würde ich aber gerne mit dem Schwert begegnen, nicht mit der Keule. Eisenschwert. Eisenschwert. Hey, Victor! Ich sehe das noch. Der prügelt mich ja noch aus der Sequenz raus. Lass dich leer saugen, Ritter. Und tschüss. Oh, da ist ja gleich der nächste. Kämpf, Kain! Kämpf! Sag mal! Der stört dauernd meine Kombo. Ah, ich habe viel Blut verloren jetzt durch den. Geht doch. Kämpfen und zurückziehen. Die neue Taktik. Und trotzdem habe ich viel zu viel Blut verloren. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Macht nichts. Alter, guckt euch die Itemsammlung da an. Geil, die nehme ich mir als erstes mit, bevor ich da in die Höhle reingehe. Keule. Keule. Genau. Ja. Alter. Oh. Das hört gar nicht mehr auf. Schön. Gefällt mir. So macht das Spaß. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Die dürften ja alle jedes Mal, wenn dieses Geräusch einfach so kommt, dann dürfte ja jedes Mal ein Geheimnis freigegeben sein. Wir müssten jetzt schon ein paar mehr Secrets haben als beim letzten Mal. Glaube ich. 7 von 10, ja. Also wir haben 4 Secrets gefunden in dieser Aufnahmesession anscheinend. Kann ich jetzt bitte wieder rausgehen?
Ich wollte gerne wieder raus, bitte. Hallo? Ich will raus! Lass mich raus! Ich komme nicht raus hier. Exit. Oder muss ich auf Exit gehen? Aber dann beende ich doch das Spiel, oder nicht? Ich will einfach nur raus! Jetzt komme ich nicht mehr raus hier, Hilfe! Ach, guck mal, da haben sie nochmal alles, okay. Ja gut, so weit sind wir noch nicht. Ich habe jetzt Angst, wenn ich auf Exit gehe, dass er das Spiel beenden will. Ich dachte schon, scheiße, jetzt beendet er das Spiel. Nee, alles gut. Gut. Ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part in die Höhle. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Legacy of Kain, Blood Omen, beziehungsweise Blood Omen Legacy of Kain. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dato, tschüss, Freunde.